Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19, dem Micmac Mega Manager. Und da ist es fertig, unser Silo. Oh, ich stecke mit den Füßen in der Plane. Hervorragend. Aber auch der Kollege ist fertig. Das trifft sich ja sehr gut. Dann können wir nämlich hier mal das Röhrchen von dem Kollegen ausfahren. Und dann können wir den direkt gleich abtanken lassen. Dann haben wir nämlich hier nochmal eine schöne Fuhre frische Gerste. Und die könnten wir eigentlich direkt ins Lager fahren. Dann haben wir nicht noch ein bisschen Geld verdient. So, und dann müssten wir eigentlich... Ja, der Strom muss eigentlich noch weg. Oder wir müssten fliegen oder so. Da hinten sind auch so Ecken, die müssen weg. Die bleiben bestimmt. Aber ich möchte das jetzt mit euch eigentlich wissen, wie wir das jetzt machen. So, auf diese Ecken, die machen wir noch raus hier. Sonst kriegen wir Schimpfe. Tidildi, tidildi, tidildi. So, da hat er gerade gute Laune. Was haben wir denn hier? Oh, mein Kaffee ist alle. Das ist nicht gut. Ja, wir haben darauf warten. Nochmal ein kleines Shoutout übrigens an unsere Kooperationspartner. Wenn ihr gemeinsam LS mit euren Freunden spielen wollt, dann schaut doch mal bei Nitrado vorbei. Link in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mein Programm. Das heißt, wenn ihr da neu aufladet oder so und macht das eh schon, dann denkt doch einfach mal dran, vielleicht das mal über meinen Link zu machen. Oder wenn ihr euch mal einen Server holen wollt, sehr günstig ab wenigen Euros in die Monat. So kannst du mit anderen Leuten zusammenspielen. Ich habe dazu auch ein Tutorial gemacht. Findest du auch in meinem Kanal, wie du so einen Server erstellst. Super, super, super easy. Und wenn du sagst, du hast keinen passenden PC, schau dir doch mal Shadow an. Aktuell im Angebot, zumindest heute, 29 Euro im Monat. Ein eigener Cloud-PC, immer technisch auf dem neuesten Stand, nutzen wir auch. Und ja, wenn du also einen alten PC hast und keinen Bock mehr hast, jetzt alle zwei Jahre einen neuen PC für 2000 Euro zu kaufen, so ist dies sicherlich eine schöne Alternative. Viele von uns nutzen das bereits, sind begeistert. Hat natürlich auch noch ein paar Kinderkrankheiten, da bin ich ganz offen und ehrlich mit euch. Aber da halte ich euch auf jeden Fall auch mit weiteren Videos demnächst auf dem Laufenden. Auch dazu Link in der Videobeschreibung. Und da spart ihr, glaube ich, im ersten Monat auch mit dem Link. Könnt ihr das mal ausprobieren. Da werde ich übrigens häufig gefragt, wieso kann man da nicht mehr Trial haben oder so. Das ist wegen den Windows-Lizenzen irgendwie. Microsoft lizenziert das dann immer für so und so lange. Und dann musst du das halt haben. Dann ist das ein Problem. So, damit ist der Werbeblock beendet. Und wir können hier unser Gehöft aufbauen. Ne, da hinten ist noch was. Aber dann müssen wir eigentlich jetzt das... Wir müssten hier jetzt eigentlich mal ausnahmsweise... Man kennt das ja gar nicht von mir. Müssten wir hier mal sauber arbeiten, ne? Wir müssten hier jetzt eigentlich mal... Hä? Achso, das ist Mais. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Wir müssten jetzt eigentlich hier das Stroh noch einsammeln, so, aber ich will gerne wissen, was passiert, wenn wir das Stroh da liegen lassen. Hängt das dann im Hof drin, mittendrin? Die nächste Frage wäre dann, will ich das wissen? Will ich das haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich will das jetzt wissen. Müssen wir eh gucken, ob wir da mit den Brushes arbeiten können. Guck mal, dann ist es nämlich so, dass du hier sofort so eine schöne Wiese noch hier hinter hast. Ne? Für die Kühe. Die können wir nämlich mähen. Nehme ich mal an. Dann können wir das hier vorne auch noch zur Wiese machen dann. Einfach nur pflügen. Das habe ich euch ja schon mal im Öko-Projekt gezeigt. Ach, ist das toll. Also mir sagt das gerade zu, dass wir jetzt hier einen schönen Hof hinbauen. Es ist auch eine schöne Ecke dafür. Guck mal, da hinten ist noch so ein anderer Ortsteil. Dann haben wir hier unser Lager. Der Hof ist so ein bisschen geschützt vom dreckigen Verkehr, ne? Dass nicht hier der Reifenabrieb an den Eutern hängt. Wer will das schon? Stell dir mal vor, da hast du so ein Baby und das läuft immer schwarz an, wenn du den Kuhmilch fütterst. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schreiten wir zur Tat. Dieses Feld gehört uns übrigens nicht. Das heißt, wir können hier schön die Maschinen parken. Müssen wir den hier kurz nochmal... Sollen wir den sofort wegfahren? Lass uns mal gucken hier. Verkaufen wir sofort. Haben wir Platz. Gerste zur Mühle. Das trifft sich doch hervorragend. Passende Musik dazu.
Ich werde übrigens immer wieder gefragt, Cursplay geht bei mir nicht, was mache ich falsch? Wahrscheinlich sitzt du nicht im Fahrzeug drin oder du hast es nicht gemäß meiner Anleitung gemacht. Die Leute, die es gemäß meiner Anleitung gemacht hat, denn bei denen funktioniert es. Das ist auch so ein komisches Wort, ne? Funktioniert. Das habe ich zuletzt im Kindergarten benutzt. Im Kindergarten war ich übrigens auch einer derjenigen, die dann immer nur mit der Kindergärtnerin sprach, weil die anderen Kinder mir zu doof waren. Aber das ist Geschichte aus meiner Jugend, die soll anders mal erzählt werden. Was Woody? Genau, wir wollten bauen, wollten wir. Habe ich ja versprochen, dann machen wir das auch. Und zwar Tierhaltung. Tierhaltung. Und dann wollten wir haben einen großen Kuhstall, 300.000, das hatte ich jetzt so nicht geplant, wenn ich ehrlich bin. Pass auf, nee, dann müssen wir kurz umdisponieren. Da sind wir ja flexibel. Hey, wieso, du hast noch 3.000? Ja, 300.000 habe ich, aber das Problem ist, wir werden, das ist was viele Leute immer übersehen. Das habe ich schon in meinen ersten Videos immer mal wieder angemerkt. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr Gebäude platziert, das ist so wie in allen möglichen Wirtschaftssimulationen, dann habt ihr nämlich was ganz, ganz Spannendes. Das nennt sich, richtig, das nennt sich Geländeanpassung. Wenn ihr das Gelände anpasst, dann wird das etwas kosten. Und je uneben das Gelände ist, wir haben ja schon gesehen, das ist so ein bisschen uneben, dann wird das eben ein bisschen was kosten, wenn ihr da so, vor allen Dingen so einen großen Stall baut. Ne? Also hier jetzt so einen Stall zu bauen, das wäre schon ziemlich cool. Da dürfte quasi nichts schief gehen. Jetzt überlege ich nur gerade, wir müssten den Überladewagen, den können wir verkaufen. Und da ist noch... den Überladewagen brauchen wir ja so nicht mehr, weil das nicht geklappt hat. Na, ja, da kommen wir, verkaufen wir den ausnahmsweise mal mit. Mit Häckselgut drin. 77.000. Ja, das haben übrigens auch Leute geschrieben. Du bist so doof, man kann doch nicht in Überladewagen Häckselgut rein. Natürlich kann man das, wenn man eine entsprechende Mod hat. Was ich übrigens auch in dem Video gesagt habe. Ne? Das ist immer so dieses, ah, ich will jetzt irgendwie was sagen. Ich will jetzt irgendwie hier so, ne, mal zeigen, wie schlau ich bin, hat dann in dem Fall nicht geklappt. Ich meine das auch nicht böse. Ich sage ja auch häufiger mal Dinge, die nicht passen und schäme mich dessen nicht. Wir sind ja alle Menschen und machen Fehler. Und ich habe in meinem Leben am meisten dann gelernt, wenn man zu den Fehlern steht, die man gemacht hat. Und meine größte Lehre war damals, als ich zum Thema Presse, Freiheit, Zensur und Versuch der Manipulation auf Berichterstattung von YouTuber ein sehr umfangreiches Video rausgehauen habe, welches, ja, das Ziel nicht ganz erreicht hat. Und die Kollegen sich eher gefreut haben, statt da mitzumachen, obwohl sie selbst davon betroffen sein könnten. Und auch waren dann hinterher. Naja. So. Dann warten wir eben kurz, bis der oben verkauft ist. In der Zeit sammeln wir noch eben schnell das Stroh da ein, wo wahrscheinlich der Stall dann stehen wird. Weil wenn wir schon die Zeit jetzt brauchen, dass wir warten, können wir die Zeit auch nutzen. Und ich würde sehr gerne auch jetzt die Felder hier dann um den Hof rum holen. Nicht, dass wir, wie früher hatten wir das dann immer, wir sind dann irgendwie zu Feldern hingefahren und haben die dann irgendwie nach Schönheit oder Preis gekauft. Ich würde jetzt so eine Art Expansionsprojekt machen, dass wir sagen, überall da, wo keine unsichtbaren Wände sind, da kann man ja sehr schnell herfahren. Ich muss das mal lernen hier. Wir müssen mal irgendwie so was hier hinstellen, dass ich da automatisch immer dran denke, so ein Hinweisschild oder so, Baustelle. So, jetzt aber. Aber 450.000 oder so, die wir dann am Ende haben, sollten dann auf jeden Fall reichen, dass wir da einen wunderschönen, großen, saftigen Kuhstall hinten. Wieso saftig?
Kann ein Kuhstall saftig sein? Was ist denn saftig in einem Kuhstall? Was ist denn da los? Und 450 habe ich geschätzt, ne? Ja, Mai. Nennt mich LS Pro. Es tut jetzt sowieso schon. Verstehst du? LS Gardapol, LS Profi. So, hier mit unserem Deutz. Jetzt hier rum. Yep. So mal geschätzt, wie groß der Stall wird. Hast du mal geschätzt? Passt das? Gen S. Epa. Die. Oh, wir müssen gleich Schluss machen. In 2 Minuten kommt RTL 12. LCL. Das sind so die 3 Phasen des Garderols, ne? Erst fängt er an zu schweigen, weil er nachdenkt. Dann labert er wie ein aufgewecktes Frettchen. Dann geht der Kaffee alle und dann fängt er an undeutlich zu reden und hat Wortfindungsprobleme. Die kommen wahrscheinlich auch mit dem Alter. Ich werde übrigens immer wieder gefragt, warum zeigst du nicht so Spiele wie Rise of Industry oder Factorio nochmal? Ich glaube, da kennen einige noch nicht meinen fantastischen Genau-für-sowas-Kanal. Ich glaube, ich nenne den jetzt immer so. Garderol Deluxe. Genau für sowas. WD40. Das, was alles kann. Es gibt natürlich noch fantastische andere Alternativen zu WD40, wie zum Beispiel Ballistol oder Loctite. Nee, Loctite macht, glaube ich, eher das... ja. Guck mal, ich kann im Kreis fahren. Was macht der Mann denn? So. Jetzt hat... Würde mal sagen, so bis hierhin ungefähr sollte das doch alles passen, oder? Ja, wir wollen natürlich auch noch so ein bisschen Platz haben, dass wir mit den Maschinen hier rangieren können und vielleicht rechts und links vorbeifahren. Und wir werden hier sehr viel Gelände anpassen müssen, wenn hier ein großer Stall hinkommt. Seht ihr das? Hier ist ein richtiges Loch hier, seht ihr das? Da stellt sich mir immer die Frage, ob wir das vorher vielleicht auffüllen sollten mit einem Handpinsel. Damit wir nicht am Rand vom Stall irgendwie so Kilometer hoch dann wieder das Gelände anpassen müssen. Andererseits macht das ja auch ein bisschen Reiz aus, ne? Dass man das irgendwie passend hinbekommt. Ja, der fährt hier wieder schief, wie wieder Bullopist. Den haben wir ja gleich im Stall. Dann ist nicht den Bullen. Also ich glaube, wenn der Milch gibt, dann würde ich mir zumindest irgendwie ernsthaft Sorgen machen. Also zumindest kriegst du da keinen Eimer voll von. So, haben wir das Thema auch durch. Ihr habt jetzt wieder komische Bilder im Kopf, da kann ich auch nichts für. So, ja, für die Leute, die jetzt am Ende bis zum Ende dran geblieben sind, kommt wieder wie immer die Belohnung. Denn jetzt werden wir mal gucken. Wie sieht's denn aus? Tierhaltung. Grosse Stall, grosse Kuhstall. Wo ist er denn? Bin ja schon wieder dran vorbei. Kuhweide. Große Kuhweide. So. Da haben wir jetzt. Da haben wir da. Wir wollen natürlich. Wie war denn das? Das geht ja doch noch. Aber warum rotiert der denn jetzt hier immer so stufenweise? Konnte man denn nicht fein rotieren? So war das, genau. So, pass auf, wie rum wollen wir den hinstellen? Also ich würde sagen, wir drehen den... Hä, warum? Ich habe die Rasterplatzierung ausgemacht. Wieso?
Bin ich jetzt total bebierend? Nicht frei platzieren. Na gut, warum ist das so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, ich war jetzt hier am Fragen dran. Wie rum wir das idealerweise machen? Und ich hätte gesagt, wir machen das so. Achso, das ist wirklich von der Karte ausgehend. Aber wir müssen noch den Rest Stroh wegmachen. Gut, Leute, machen wir in der nächsten Folge. Da müssen wir den Rest Stroh noch wegfahren. Denn ich habe vergessen, Stroh ist ja ein Kollisionsobjekt. Das geht deswegen nicht. Und dass wir das dann halt so machen, dass wir den hier so hinstellen irgendwie, dass man hier vorne reinfahren kann zum Tröge abladen und hinten dann schön hier rankommt, um das Silo zu B- und Entladen. Und dann noch ein bisschen mit der Höhe müssen wir noch ein bisschen gucken. Das machen wir in Ruhe. Also, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.